So, und damit herzlich willkommen zurück bei Infestation Survivor Stories. Mit dabei wieder mal der Terror-LP. Ja, richtig. Bei sowas bin ich immer dabei, Alter. Wollen wir schon mal auf offizielle Server gehen? Bist du da bereit? War klar. Können wir machen. Okay, boah, die Server sind ganz schön voll. Jo. Such du dir mal einen aus. Geh mal auf 026. 026, dein Wunsch sei mir Befehl. Ja, bei mir im Hintergrund hört man schon vielleicht die ersten Zombie-Geräusche. Okay. Mein Hund Zombie knurrt durch die Gegend. Ach so. Das hört sich auch so an, weil er macht die ganze Zeit, weil es so ein Baby ist. Und Jetzt Pascal, siehst du gerade den Ladescreen? Ja. Jetzt stell dir mal vor, der linke Zombie hat unten in seiner Hand eine Gitarre und der rechte einen Bass. Ja. Und der hintere sitzt am Schlagzeug oder ist Sänger. Oder Sänger, ist ja, ne? Egal. Sänger, ja. Ja. Dann wird das doch passen, also. Ja, sieht echt so aus, gell? Vor allen Dingen der linke, der hält auch die Arme so ein bisschen. Ja, aber die rechte auch. Ja. Und in der Mitte nur noch so ein Mikro in der Hand, also wenn er seine Armbewegung so hätte, als würde er ein Mikro in der Hand halten, wäre schon lustig, Goyda! Oder? Aber echt? Ja. Naja. Wie weit ist er bei dir? Fast fertig. Okay, Gumba. Oh, Alter. Was denn? Ja, meine Mutter ruft schon wieder, es nervt. Ja, das schon. Ich hoffe, dass man es in der Aufnahme nicht hört. Ich ignoriere es jetzt einfach mal und hoffe, dass sie dann von dannen geht. Mhm. Ja, gut, ne? Ja. Also so, ich bin schon mal auf... Ja. Aber ich bin noch nicht drauf. Okay. Es dauert manchmal ein bisschen. So, jetzt bin ich drauf. Dann öffne doch mal deine Map und sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du bist. Ja, das hatte ich gerade auch im Kopf. Ich such dich überall. Ich bin ganz, ganz rechts. Ich auch bei Delta Peak Ranger Station. Das ist sehr gut. Ich bin an der Lone Tree Farm. Okay. Ganz in der Ecke. Dann würde ich sagen, treffen wir uns am Bagger's Hut, oder? Oder Bagger. Bagger? Badger's Hut, oder? Alles klar. Dann. Ja, was... Gibt es denn Neues, Herr Terror-LP, Korrenta, Knochen, Jochen? Ja, wir sind ja in der letzten, können wir nochmal sagen, wollte ich nochmal anmerken, schöne Grüße an Dominik. wir sind ja in der letzten Aufnahme, bist du gestorben, ich war kurz vorm Tod und dann bin ich nochmal kurz im Server geblieben. Richtig. Und habe lootet war, somit dann auch mir einen neuen Charakter erstellt habe, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, das rentiert sie nicht, oder? Wow. Also da wo ich bin, was denn? Ich glaube, ich werde gerade gekickt. Ja? Ja. Wieso? Keine Ahnung, Verbindung wurde gedingst. Ja, war bei mir doch letztens auch einmal. Also da, 26 war es, ne? Ich gehe gerade wieder drauf. Also da wo ich gerade bin, ich bin an so einem, ja, so einem kleinen Dörfchen, aber da sind auch, da wachen schon, die Zombies sind hier echt so als Bewacher eingestellt, habe ich das Gefühl, ey. Ja, ist echt so. Die stehen überall davor. Aber ich laufe jetzt gerade mal zu diesem Badger's Hut, oder wie das hieß, ne? Genau. Oh, was ich überhaupt nicht leiden kann, ich glaube, DayZ ist eins der wenigen Spiele davon, was es gut macht, wenn du zum Beispiel das Inventar öffnest oder die Map oder so, gut, bei DayZ gibt es keine Map, öffnest, dann läuft der weiter, weißt du? Ja. Und das haben die meisten Spiele einfach überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Das vermisse ich auch bei Minecraft manchmal. Es ist eigentlich eine coole Sache. Ja, ist mega geil, oder? Ja. Okay, ich bin jetzt fast auf der Straße. Mhm. Ah ja, hier. Ich würde hier schon gern looten. Hier sind Polizeiautos und so, da sind dann meistens Waffen vertreten. Aber die Zombies, die juckeln hier schon wieder durch die Gegend, ey. Das ist so ätzend. Bei so Spielen ist wie bei Seven Days to Die. Wenn du da nicht mal irgendwie ein Messer hast oder so, da bist du so am Arsch, weil die sind so viele einfach. Und also ich finde, bei Seven Days to Die ist das ganz schlimm. Das kann ich nicht beurteilen, ich habe es noch nicht gespielt. Aber hier ist ein Auto, das steht ein bisschen außerhalb. Ich versuche das mal zu hashtaggen. Aber dazu könnte uns ja der Marktbiertrinker mehr erzählen. Ja, der spielt das mehr als also, ne?
Ja, mehr als gar Ich nicht. spiele es hau hauptberuflich. Genau. So, warte mal, ich pirsch mich mal kurz hier an so ein Auto ran. Ich guck mal, Sag ob. mal. Ah, ja, okay. Lol, dann ist hier vor der Stadt, steht hier so ein Schild mit Blut geschrieben, Go Back. Haha, wie geil. Es wäre cool, wenn man die Autos hier benutzen könnte. Warte mal, Ja, warte mal. Hm? Alter, ich bin im Auto. Wie? Und wurde gekickt. Oh. Ist ein Report? Nee. Scheiße, Mann. Ich wurde grad. Ey, warte mal, du kannst wieder die Autos nutzen. Echt jetzt? Ja. Okay, weil das wurde ja mal rausgenommen. Wir Warte haben uns mal, noch ein ganz kurz, bisschen. wie ist denn das? Bei mir ist das Spiel jetzt zugegangen, ne? Oh. Wie ist denn das von der Frap-Seite aus? Weil ich kenne mich da nicht so aus wie du. Wenn das Spiel jetzt neu aufmacht, muss ich dann wieder F9 drücken? Du kannst mal ganz kurz, wo speicherst du deine Videos hin? Auf die Festplatte. Dann guck mal auf der Festplatte, wenn du auf das Video klickst, ob dann dir angezeigt wird, wie lange das dauert, das Video. Länge 1 Minute 44. Steht da? Ja. Ja, dann musst du nochmal F9 drücken. Okay. Dann hat es die Aufnahme abgebrochen. Super. Weil wenn da keine Angabe steht, dann läuft das Video noch. Ah, okay. Genau. Ja, dann ich probiere es jetzt gerade nochmal, das Auto zu nehmen. Und wenn ich wieder Versuch das gekickt mal. werde, dann lassen wir das einfach. Genau. Bist du eigentlich. Ja, aber Bist du das wieder gab's. drauf? Ja, ne? Ja, ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg Richtung. 26, gell? Genau. Okay, du bist auf dem Weg dahin. Okay, ja, ich probier's jetzt Ja. nochmal. Es war mir voll komisch, weil da stand dann auf einmal zum Besteigen des Autos und dann ging auch der Motor an. Dann habe ich nur noch den Boden gesehen und auf einmal war ich zerplatscht. Aha. Das ist sehr interessant. Ja, war komisch. Na gut, dann wär cool, wenn es klappt. Gell, wäre echt fett, ey. Dann könnte ich ja mal dickfett abholen und dann könnten wir zusammen durch die Gegend pirschen. Boah, weißt du, was auch cool wäre? Wenn man da so ein LKW oder so nehmen würde. Und dann einfach die Zombies platt macht. Falls das Ja, das geht. wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Falls das geht, ne? Falls das geht. Müssen wir jetzt gucken. Bin auch schon wieder fast drauf. Warte mal. So, ich bin jetzt schon mal an der Straße. Ja, da bin ich auch eigentlich. Warte mal. Das heißt, es dauert nicht mehr so lang. Die Straßen hier erinnern mich manchmal ein bisschen an Rust. Ich mach es nochmal. Besteigen. Achso, warte mal. F9. So. Super. Ja, warte mal. Das sieht besser aus. Okay. Ich müsste schon nur wissen, wie die fahren, ne? Ja. Kacke. Ah, mit den Pfeilen. Ah, Alter, ich okay. kann fahren. Wie geil ist das denn? Ich schwick's mir echt Echt? ein. Ja, Mann. Dann fahr doch mal die Straße runter Richtung Lonely Tree Farm. Lonely Tree. Ja, Lone Tree Farm. Ja, mach ich. Weil da laufe ich gerade entlang und dann sehen wir Alter, uns ist ja das geil. wahrscheinlich. Ich hab einen Buggy. Lol. Boah, fuck! Was denn? Warte mal. Lonely Tree Farm, ne? Jo. Pass auf, da sind glaube ich voll viele Zombies auf der Street. Okay. Ja, was man mal anmerken Und ich kann, muss schön aufpassen. großes. Alter, auf mich wird geschossen! Hilfe! Dein Ernst? Yep. Bist du es da unten? Ja, da unten bin ich. Alter, auf mich wird geschossen! Dann verziehe ich Nee, mich komm mal. rein! Komm rein! Falls es geht. Wie denn überhaupt? Einfach dranlaufen und E drücken, falls es geht. Ja, geht, geht. Bist drin? Ja, fahr. Okay. Boah, wie geil ist das denn bitte? Gell? Alter, wie fetzig. Wo wollen wir hin? Warte, ich kann ja mal auf der Map schauen. Also, wir fahren jetzt Richtung Devil's Pass. Ja, genau. Alter! Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal der Straße nach. Und am besten ein bisschen weg. Richtig. Hast du gesehen, wer auf dich geschossen hat? Vielleicht war das auch nur ein komisches Motorgeräusch. Kann auch sein, ja. Das Komische ist, als ich angehalten habe, hat es aufgehört. Okay, ja, dann war es das wahrscheinlich. Devil's Pass, mal sehen, was hier ist. Ey, das ist ja Jo. fett, ey. Das Spiel macht noch richtig Bock. Also langsam wird's cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Sache. Wir könnten auch mal versuchen, in Campos City zu kommen. Die sieht mir ziemlich groß aus. Ja, ne? Also, ich kann nur raten, aber. Ja, doch, einen wir mal da rein. Ich hab's Gefühl, man kann ja auch schalten. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Warte Ja, mal. das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Neuerung. Ja, hier gibt's aber keine Straße ran. Klemmen wir uns jetzt durch mal durch den Wald, ne? Jo.
Dann achte du mal ein bisschen mehr auf die Map, weil die Lenkung ist echt nicht. Ah! Alter! Da ist auch. Ja. Zeigt er dir auch die Tankfüllung an? Nein. Okay. Oder? Doch, doch, zeigt er. Ja, ja, zeigt er mir an. Ist aber noch ziemlich gefüllt, ne? Ja. Okay, wir sind ja schon fast bei Campus City, ne? Ja, ja, dauert nicht mehr lang. Alter, ist das geil! Ja, da vorne rechts, ja genau, da sieht man sie ja schon. Boah, Alter, es laggt ja auch gar nicht. Ja, bei mir eben auch. Ja gut, das kann man sich aber vorstellen. Ein Auto ist halt nochmal was anderes. Wollen wir hier mal vielleicht halten? Ja, würde ich machen. Okay. Okay, mit E gehst du einfach ganz normal raus. Ja, hab's gemerkt. Alter, ist das cool, lass mal feiern, ey. Okay. Okay. Ey, das ist ja richtig fett, ne? Aber wie? Okay, dann lass uns mal in Campus City gehen. Alter, wie geil sieht denn diese Stadt aus? Ja, gell? Boah. Übel, ey. Richtig. Also, ich muss ja dazu sagen, wir haben uns mal ein bisschen in zwischen den Aufnahmen informiert über das Spiel und es wurde ja stark kritisiert aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber was ich sagen muss, ist, vom Level-Design her ist das hier ganz großes Kino. Ja, ne? Also das muss man echt mal sagen, es sieht sowas von geil aus. Finde ich auch. Bist du hinter mir? Ja. Okay, da vorne sieht es aus, als könnten wir rein. Achtung! Mhm. Da läuft... Was denn? Ist das ein Zombie? Ja, ja. Die sind schneller geworden. Oder wollen wir versuchen, über die Brücke zu kommen, da links? Das hat ja letztes Mal auch eigentlich ganz gut geklappt. War das die Stadt? Nee, ne? Nee, es war Boulder City, da waren wir während einer Aufnahmepause. Ja, dann lass uns doch dahin gehen. Okay, probieren wir es mal. Vielleicht klappt's. Dritte, weißt du, was geil ist? Was denn? Wenn der neue Xbox-Controller auf dem Boden liegt, der Hund gerade getrunken hat, seine Fresse nass ist und jetzt schön den Controller ableckt. Ah! Aber das mit dem. Weißt du, was gerade voll cool war? Was denn? Wir fangen so die Aufnahme an und ich sage, guck mal, ich loote jetzt mal hier das Auto. Ach man, wie cool wäre das, wenn ich das jetzt fahren könnte und bumm, kann man es fahren. Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil. Hey, das ist viel besser als DayZ. Ja, stolz. Okay, dann lass uns hier hoch, ne? Bist du, kannst du ruhig über die Barriere. Hoppla, jetzt. Super. Oder wie die Türke sagen, super. Super League. Ja, gut. Dürfen nicht vergessen, wo wir das Auto geparkt haben. Na Junge, das ist ja cool. Weil dann sind die Folgen auch nicht mehr so langweilig, wenn wir da, weißt du, wenn wir so rumfahren und so. Wir rumlaufen, meine ich. Boah, Alter. Was denn? Wie ich dieses Spiel gerade feiere, allein wegen der Grafik schon. Boah, gell, die Häuser sehen ja mal richtig fotzengeil aus. Auch diese Brücke mit dem ganzen bewachsenen Zeug und so. Ja, ne? Alter, das ist ein Auto. Wo? Ich höre ein Auto. Ja, ich auch. Aber nicht hier oben. Und Zombies höre ich auch. Wo bist denn du? Ich bin noch hier hinten beim Schild. South Plissis. Aber leider sieht man es nicht auf der Karte. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Alter, weißt du was? Was denn? Lass mal zu dem Heli da laufen. Oh nee. Wer weiß. Probieren wir es mal. Aber ich glaube nicht. Aber Achtung, mein Sensor war gerade orange. Ja, meiner ist auch orange. Aber ihr habt keine Angst, oder? Und wie wir wissen, liebe Freunde, sind hier natürlich noch Zombies mit dabei. Aber hier gerade nicht irgendwie. Ja. War vielleicht doch ganz gut, über die Straße zu gehen. Ja. So, hier haben wir die 1831 Bank wahrscheinlich mal gehabt. Ja, ne? Sieht zumindest so aus. Ja. Ey, geil, ey. Doch, das ist schon sehr lang her. Okay, hier links kommt man ins Haus rein, ne? Wenn man da über dieses Holzbrett geht, siehst du das da links? Das können wir versuchen, ja. Aber, sieht so aus, als wäre es so gedacht. Aber lass mal kurz zum Heli gehen. Ich will das mal testen, ey. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ah ja, okay, aber ich glaube... Ich glaube, da kommen wir nicht rüber. Der sieht außerdem ziemlich am Arsch aus. Aber guck mal. Ja. Rechts vom Heli ist so ein kleiner Steg. Ja, ne?
Vielleicht kommt man ja da irgendwie durch das Haus drauf, könnte ich mir vorstellen. Ja, wäre vielleicht nur. Aber gut, das muss Ich man halt schlüpfe jetzt mal gucken. hier hoch. Gehst du auch hier hoch? Ja, ich bin hinter dir. Ich habe so das Gefühl, dass hier nichts ist. Nee. Vielleicht soll es auch einfach nur ein Aber hier, guter guck mal, hier unten ist Sniper-Spot ein sein. Parkplatz. Hier sieht es gut aus. Also, weißt du? Oh, hier Ja. ist auch ein LKW, Junge. Wie würde es fallen, wenn wir mit dem LKW die Zombies plattmetzeln? Ja, dann lass mal versuchen, da runterzukommen. Ja, springen, okay? Nee. Beste Idee. Ja, das Beste wäre eigentlich, wenn wir jetzt. Wo müssen wir? Ach, da unten wieder. Das Beste wäre eigentlich, wenn wir mal eine Waffe finden würden. Komm. Okay, hier kann man runter. Ja, okay. Aber hier unten ist halt schon Halligalli. Und ich rede nicht vom Zirkus. Alter, ich wurde gerade geschlagen. Hier schießt jemand. Wo? Fuck. Keine Ahnung, von links vom Helikopter aus irgendwo, hat sich so angehört. Ja? Ja. Ja klar, das sind Schüsse. Ja, aber ich meine, es ist vom Heli. Es hört sich so an zumindest, muss nichts heißen. Ach, weißt du, woran du erkennst, ob du blutest? Hä? Guck mal, neben deiner Figur, ne? Ja. Ist so ein rotes Zeichen. Da sind so Tropfen. Nee, bei mir nicht. Okay. Ja, aber meinst du, es war beim Heli? Wie gesagt, es kam mir so vor. Ob es so ist, weiß ich nicht. Hast du Verbände? Ja, hab mich gerade verbunden. Ich habe Du? gar keine Sachen im Inventar. Warum? Komisch. Hast du einen neuen Charakter erstellt? Ja. Okay, dann ist das komisch. Eigentlich hat man doch da so Cola und sowas, ne? Ja. Seltsam. Eigentlich Okay. schon. Mein Hund liegt schon wieder auf dem Bett und schläft. Das ist eine interessante Nebeninformation. Aber. Also, er ist schon wieder. Es schießt jemand. Ja, ich sehe den, ich sehe den. Ich sehe ihn auch. Renn. Genau. Ja, oder guck mal, hier kannst du dich eigentlich bunkern. Ja. Potzau. Fuck, Ich ich glaube, wurde du wurdest getroffen. getroffen. Hilferuf angefordert. Warst du das? Nee, ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch Vielleicht nicht. geht's automatisch. Lauf Fuck. halt zickzack, ne? Ja. Dann lass uns doch mal versuchen, zu unserem Auto zu kommen, oder? Ja. Es muss ja hier links irgendwo rumeiern. Ah ja, jetzt sehe ich auch den das Blut. Ja, ne? Hast du noch einen Ah, Verband? nee, hab ich nicht. Wurdest du getroffen? Jo. Scheiße. Ja, das Doofe an dem Spiel haben auch viele Leute gesagt, es gibt hier keine PvE-Server, sondern nur PvP. Und ich finde gerade eigentlich bei so einem Spiel, was ja eigentlich echt schwer ist, weil du so viele Zombies als Gegner hast, sollte es auch PvE-Dinger geben, oder? Ja, ich weiß nicht, gibt's hier einen Voice-Chat? Nee, ich weiß gar nicht. Okay. Okay, Ich so. voice gar nicht. Aha. Jetzt hoffen wir mal, dass wir unser Auto schon finden, weil der schießt immer noch, ne? Ja. Der Wichser. Ja, wo das Auto ist, weiß ich. Ich hoffe halt, dass sie nicht verbluten. Also ich blute nicht. Ich blute. Ejo. Laufe ich richtig? Ja, ne? Ja. Korrekt. Der wird uns ja wahrscheinlich hinterherlaufen, gell? Ja, der läuft uns Ja. hinterher. Weißt du was? Wir haben ja eh nicht so viel zu verlieren, falls wir ins Auto kommen, schießen wir den Ja. ab. Fahren wir den in den Haufen. Ja, lass mal versuchen. Ich laufe jetzt hier mal rechts am Berg entlang, wegen. Ne? Dann haben wir hinter uns Schutz. Ist halt jetzt schon eine Harakiri-Action, liebe Freunde. Aber Wir haben ja auch nichts im seht's mal Köcher. so. Vielleicht hat der Typ Verbände und wenn wir ihn umfahren, können wir die looten. Das Auto Und dann müsste bleibe doch ich hier am irgendwo Leben. sein, oder? Ja. Ah, da ist es, ich sehe es. Perfekt. Guck mal, also vorhin, als ich in der dritten Person war, hat sich's aufgehoben. Ich gehe jetzt mal wieder in die First Person und starte das Auto. Aber erst, wenn du da bist. Jo, ich komm grad. Okay. Oh, ich komme. Bin Wow, drin. Alter. Was denn? Ich dachte gerade schon, der packt da irgendwie, was weiß ich. Die großen Geschütze aus, aber es war nur der Motor. Okay, bin drin. Okay, siehst du den Typ? Ich kann jetzt nicht mehr zoomen. Momentan sehe ich ihn nicht. Ja, lass einfach mal hochfahren, oder? Ja, ne? Wow! Was denn? War das ein Schuss?
Nee, ich hab gar nichts gehört. Was für geile Geräusche das macht und irgendwo. Schöner Drifting-Move auch. Ich hoffe, dass er nicht links steht. Er ist ja doof. Siehst du den Pisser? Nee. Wollen wir hier runterfahren? Ja, mach doch. Alter, wie okay, das die Zombies einfach. Das ist klar. Ben! Kommst du zurück? Nee. Ich sterbe. Fuck. Ich kann auch das Auto nicht ver... Und jetzt wurde ich abgeschossen. Oh. Warte mal, ich komm weg. Ich komm weg. Wow! Alter! Was, ja? Ja. Hast du mich noch? Ja. Schade. Und hänge gerade. Wo denn? Hallo? Corinto. Okay, die Verbindung ist weg. Ja, und damit würde ich sagen, liebe Freunde, das war ja schon mal ein gutes Folgenende. Ja, nicht so wirklich. Zwei Folgen, zweimal gestorben. Das ist doch eine Bilanz von einem Frittenfriseur, die sich wirklich sehen lässt. Ja, und dann danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir machen in der nächsten Folge weiter mit Infestation. Ja, und vielleicht haben wir dann auch mal eine Survivor-Story zu schreiben und werden nicht immer nur abgeknallt und, ja, sterben. Ja, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. Die letzte Ehre erweise ich dem Spieler nicht gerade. Zweite Folge, zweiter Tod, das ist natürlich eine Bilanz. Na gut, man darf nicht vergessen, dass wir das Spiel zum ersten Mal spielen und ich davor nie geübt habe. Also Infestation, das ist ein komplettes Blind Let's Play. Und ich denke, dafür haben wir uns ganz gut geschlagen. Es war natürlich auch risikohaft, jetzt nochmal mit dem Auto darauf zu spekulieren, dass er uns hinterher rennt und uns abknallen will. Aber scheinbar wollte er das gar nicht. Er wollte scheinbar seine Base da beschützen und vielleicht treffen wir wieder mal auf ihn. Aber auf jeden Fall ein richtig geiles Design von der Map. Das feiere ich richtig krass. Und wenn es euch auch so gut gefällt wie mir, dann gebt dem Ganzen doch mal einen Daumen hoch, denn dann kommen auch schneller Folgen nach. Und ja, das kann man mal machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Infestation Survivor Stories. Thank you.